aumentarla. Präsident, ich habe für diesen Bericht gestimmt des Ausschusses, mit dem der Kommissionsvorschlag abgelehnt wurde. Und ich hätte auch hätte es begrüßt, wenn wir den gesamten Vorschlag abgestimmt hätten, um ihn abzulehnen. Schlicht und einfach deswegen, weil das Ausdruck eines völligen Liberalisierungswahnes ist. Ich unterscheide mich da zu meinem Vorredner. Die Qualität auf unseren Flughäfen wird durch diesen Vorschlag und durch entsprechenden Liberalisierungsdruck und Marktdruck nicht verbessert. Ganz im Gegenteil, wird verschlechtert. Und das in einem Hochsicherheitsbereich, einem kritischen Hochsicherheitsbereich, wie die Sicherheit auf den Flughäfen. Das halte ich wirklich für verrückt. Und außerdem glaube ich auch, dass es auch politisch, sozialpolitisch unsinnig ist. Die Flughäfen sind darauf angewiesen, dass sie in unmittelbarer Umgebung Akzeptanz bei den Anwohnern und bei der lokalen Politik finden. Wenn wir dort sozusagen die Arbeitsplätze verlieren, weil wir aufgrund des Marktdruckes andere Arbeitsplätze oder andere Arbeitskräfte herholen, dann wird diese Akzeptanz bei den Flughäfen nicht mehr vorhanden sein. Thank you very much. And now, Madam Danke schön, Frau Basescu, bitte. Ja, Herr Präsident, ich habe für diesen Bericht gestimmt, weil ich denke, dass der Kommissionsvorschlag die Effizienz der Bodenabfertigungsdienste steigern wird. Ich glaube auch, dass eine Verbesserung des Rechtsrahmens die Märkte weiter